Tag, mein Name ist Markus Decker. Ich bin Korrespondent beim Redaktionsnetzwerk Deutschland in Berlin und jetzt verbunden mit Sarah Wagenknecht, der langjährigen Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag. Guten Tag, Frau Wagenknecht. Ja, guten Tag, hallo. Frau Wagenknecht, am Wochenende finden wieder bundesweit Proteste gegen die Corona-Beschränkungen statt. Können Sie diese Proteste nachvollziehen? Also die sind ja sehr unterschiedlich und ich denke, das muss man auch differenzieren und darf jetzt nicht pauschal draufkloppen. Natürlich gibt es allen Grund, unzufrieden zu sein mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung, weil die Rettungspakete, da ist ja wirklich eine sehr, sehr große Summe an Steuergeld jetzt mobilisiert worden, die werden sozial sehr unausgewogen verteilt. Also ganz viele kleine Selbstständige, Freiberufler zum Beispiel bekommen gar nichts. Selbstständige haben teilweise eben diese Soforthilfen bekommen, die sie noch nicht mal über einen Monat gerettet haben, währenddessen größere Unternehmen wirklich immense Summen bekommen. Und zwar teilweise Unternehmen, die es meines Erachtens nicht brauchen. Also zum Beispiel die Autokonzerne. Da wird immer gesagt, ja, das Kurzarbeitergeld wird von der Arbeitsagentur bezahlt und aus Beiträgen. Das wird ja nicht so sein bei 10 Millionen Kurzarbeitern. Das ist Steuergeld. Und wenn ich mir jetzt angucke, dass ein Unternehmen wie BMW auf Cash-Reserven sitzt von mindestens 12 Milliarden Euro, dass dieses Unternehmen Dividende ausschüttet, und zwar die Hälfte davon an zwei Personen, also die bekommen alleine 770 Millionen Euro, Quant und Klatten, jetzt in der Krise. Und dieses Unternehmen trotzdem Kurzarbeitergeld vom Staat bekommen und letztlich vom Steuerzahler, dann hat das eigentlich nichts mehr mit einer vernünftigen Rettungspolitik zu tun. Ja, was würden Sie konkret anders machen? Also können Sie vielleicht zwei, drei Punkte benennen, wo Sie sagen würden, das müsste jetzt geschehen? Also ich fand ja, dass direkt am Anfang der Krise man allen Menschen, die in der Krise Einkommen verlieren und durch die Krise Einkommen verlieren, egal ob sie selbstständig sind, ob sie Freiberufler sind, ob sie abhängig beschäftigt sind, prekäre Jobs haben, Minijobs, dass man allen eine Einkommensgarantie gibt, sprich, dass man ihnen das weggefallene Einkommen bis maximal zur Höhe des Durchschnittseinkommens staatlich ersetzt. Das hätte erstens ganz viel soziale Sicherheit gegeben, weil man muss ja sehen, von den 10 Millionen Kurzarbeitern sind ja viele auch, die vorher Niedriglöhne hatten, also gerade aus der Gastwirtschaft. Die können natürlich mit 60% ihre laufenden Einnahmen überhaupt nicht decken, Miete, Strom, was alles ankommt. Das heißt, man hätte diese Menschen abgesichert und es wäre auch leichter, jetzt nach dem Lockdown, nachdem jetzt die akuten Maßnahmen also nachlassen, wieder die Wirtschaft zu reaktivieren, weil die Menschen geben ja jetzt wenig Geld aus, weil sie wenig Geld haben, weil sie teilweise mehr Schulden haben als vorher. Das hätte man dadurch verhindert. Ich denke, das wäre wichtig. Und soweit man eben direkt Rettungsgeld ausgibt, auch für große Unternehmen, also ich nehme zum Beispiel die Lufthansa, ich finde es ja richtig, dass man eine solche Airline jetzt nicht an einen ausländischen Wettbewerber verscherbeln lässt. Aber dann muss der Staat doch wenigstens bestimmte Mitspracherechte haben. Er muss Beschäftigungssicherung garantieren. Er muss verhindern, dass in Zukunft weiter Gewinne in Steueroasen fließen, was die Lufthansa also exzessiv gemacht hat in den letzten Jahren. Und wenn das alles nicht stattfindet, wenn 9 Milliarden, das ist ja eine wahnsinnig hohe Summe, in ein Unternehmen gepumpt werden und die einzige Bedingung ist, dass man noch Flugzeuge von Airbus kauft, die man wahrscheinlich nicht braucht, aber ansonsten keine Bedingung, dann ist das einfach völlig absurd. Ja. Es gibt noch einen anderen Punkt, der gerade in der Diskussion ist, nämlich der Plan von Olaf Scholz, Familien für jedes Kind pauschal 300 Euro zu geben. Was halten Sie davon? Ja, das ist natürlich eine gute Maßnahme, weil es wirklich die schützt oder denen jetzt etwas mehr Geld gibt, die es ja auch oft dringend brauchen. Natürlich werden auch Wohlhabende profitieren, aber da finde ich, das kann man auf jeden Fall rechtfertigen. Gerade Familien mit Kindern haben jetzt sehr hohe Lasten gehabt, dadurch, dass die Kitas zu waren, vielfach jetzt auch zu sind, die Schulen zu sind. Also das ist sicherlich sinnvoll, aber es ist natürlich jetzt auch nicht so viel, dass jetzt jemand, der wirklich in den letzten Monaten enorm Einkommen verloren hat, dadurch wirklich abgesichert ist. Also sinnvoll, aber nicht ausreichend. Ja.
Selbst wenn man sagt, das, was Sie sagen, ist alles richtig und das unterschreiben würde, müssten Sie nicht aber doch im Gegenzug auch sagen, dass sich der deutsche Staat im Moment doch auch als sehr leistungsfähig erweist, dass er eben doch immerhin ein Kurzarbeitergeld zahlen kann, was es in anderen Ländern gar nicht gibt. Dass er auch das Geld dazu hat, und das Geld hat er, weil es die Schuldenbremse gibt, weil der Staat gespart hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ist das nicht auch ein Punkt, wo dann auch Linke sagen müssen, jawohl, da hat die andere Seite auch einen Punkt? Nein, es stimmt nicht, dass er das Geld hat wegen der Schuldenbremse. Er hat das Geld, weil wir in den letzten Jahren eine sehr gute Konjunkturlage hatten, die Steuereinnahmen sehr hoch waren und wir Minuszinsen haben. Also der Staat im Grunde jedes Jahr wirklich zig Milliarden dadurch spart, dass er keine Zinsen mehr zahlen muss. Das ist eine andere Situation als andere europäische Länder sie haben. Ja, wir sind relativ gut durch die Krise gekommen, was den gesundheitlichen Aspekt angeht. Dadurch, dass wir dann einigermaßen rechtzeitig auch diese Maßnahmen ergriffen haben. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, wir haben auch viel Glück gehabt. Also unser Gesundheitswesen ist nicht so großartig, wie das jetzt teilweise dargestellt wird. Wir haben ja schon in normalen Zeiten ständig Personalnotstand. Die Menschen sind überlastet, die dort arbeiten. Und wenn wir jetzt tatsächlich eine Eskalation dieses Infektionsgeschehens erlebt hätten, dann wären auch die deutschen Krankenhäuser ganz schnell am Limit. Und deswegen finde ich, erledigt sich gar nicht, zumindest in den Bereichen, darüber zu reden. Also hat sich das wirklich bewährt, die Kommerzialisierung der Krankenhäuser. Ich finde, das muss dringend rückgängig gemacht werden. Das ist eine kommunale Aufgabe, für die Gesundheit der Menschen zu sorgen. Und was wir in der Krise natürlich erlebt haben, ist, wie wichtig ein handlungsfähiger Staat ist. Und zum Beispiel die Gesundheitsämter sind ja nicht in einer besonders guten Ausstattung. Man hat jetzt beschlossen, mehr Menschen, mehr Stellen wieder zu schaffen. Aber es war auch deutlich, dass es einen Unterschied gab, zum Beispiel in Bayern, wo tatsächlich die Behörden etwas besser ausgestattet sind, in der Art, diese Krise zu bewältigen im Vergleich zu Bundesländern, wo es deutlich schlechter aussieht. Eine letzte Frage. Wie gehen Sie persönlich mit dem Risiko um, infiziert zu werden und möglicherweise zu erkranken? Ja, ich gehöre wahrscheinlich auch eher zu den Ängstlicheren. Das hat auch etwas damit zu tun, dass mein Mann natürlich etwas auch gefährdeter noch ist als ich selbst. Deswegen habe ich schon versucht und versuche das auch nach wie vor natürlich, die Gefahren zu minimieren, wo man sich infizieren kann. Man sollte jetzt nicht sich verrückt machen. Ich meine, zum Glück ist ja das Infektionsgeschehen zurzeit relativ niedrig und alle hoffen ja, und ich hoffe das auch sehr, dass die Öffnungen jetzt nicht dazu führen, dass es neue starke Infektionen gibt. Und was ich mir allerdings wirklich wünsche, ist, dass wir jetzt endlich systematisch testen, um wirklich sehr frühzeitig festzustellen, ob zum Beispiel in einem Friseur, in einem Restaurant, wo auch immer, also da, wo jetzt wieder gesellschaftliches Leben stattfindet, ob es da irgendwo Infektionen gibt und das nicht zu spät merken. Und die Gefahr sehe ich zurzeit tatsächlich. Frau Wagenknecht, haben Sie vielen Dank. Sehr gerne.